Oskar erklärt Erdgas. Was ist Erdgas? Erdgas ist ein natürliches Gas, das in unserer Erde vorkommt. Es gehört zu den sogenannten fossilen Energieträgern. Ein schweres Wort, aber eigentlich ganz einfach zu verstehen. Vor 200 Millionen Jahren lebten auch schon Pflanzen und Tiere auf unserer Erde. War ihre Lebenszeit zu Ende, gingen sie in das Erdreich über. Durch diesen Prozess entstand und entsteht auch noch heute Erdgas. Und wie bekommt man jetzt das Erdgas aus dem Boden? Das geht ganz einfach. Mit einem Bohrer. Das Gas strömt von selbst heraus, wird sicher aufgefangen, gereinigt und danach in langen Leitungen bis zu euren Häusern geführt. Was kann Erdgas? Erdgas kann dein Haus oder deine Wohnung beheizen und dein Wasser warm machen. Mit Erdgas kann man kochen, zum Beispiel euer Lieblingsessen. Und mit Erdgas kann man sogar Auto fahren. Wie hilft Erdgas? Bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern, ihr erinnert euch, das sind die Stoffe aus der Erde, mit denen man Energie erzeugt, entsteht CO2. Das ist ein Gas, das unserer Umwelt nicht gut tut. Deshalb muss man alles dafür tun, so wenig wie möglich davon in die Umwelt zu lassen. Bei der Verbrennung von Erdgas entsteht weit weniger CO2 als bei der Verbrennung von Kohle oder Öl. Auch beim Autofahren mit Erdgas entstehen weniger schädliche Abgase als bei normalen Autos. Es gibt Maschinen, die mit Gas gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. Zusammen mit den erneuerbaren Energien, also zum Beispiel Strom aus Sonne und Wind, kann Erdgas der Umwelt noch mehr helfen. Gerade wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, Erdgas ist immer da. Und wie hilft MainKinzigGas? Die Leute bei MainKinzigGas kennen sich aus und sind richtig nett. Sie beantworten dir alle Fragen rund ums Erdgas und schauen regelmäßig nach deiner Heizung. MainKinzigGas hilft auch deinem Fußballverein, deiner Schule und der Natur. Das finden alle toll. Vor allem ich.